Moinsen Leute, heute zeige ich euch mal meine Fortschritte mit der Destiny 2 Beta, die gestern gestartet hat für die Fortbesteller. Heute startet natürlich die Open Beta für alle Leute. Ich zeige euch heute mal ein bisschen allgemein, wie das Spiel ist. Ein bisschen was vom Tutorial vorspannen, nennt's wie ihr es wollt, eben halt so die Anfangsmission. Zockt's aber am besten selber. Weil ich finde es eigentlich richtig geil gemacht. Beziehungsweise zeige ich euch eben halt ein bisschen den Multiplayer. Und weil ich ein Let's Player und kein Reviewer bin, gibt es die Mission, die man zu zweit spielen kann. Natürlich auch zu zweit mit Froschi. Und das natürlich in kompletten Ausmaßen ohne, ohne irgendwelche Cuts oder sonst sowas. Einfach so, wie es ist. Aber vorher zeige ich euch natürlich so ein bisschen was, was mich an Destiny 2 fasziniert. Und zum Schluss kommt natürlich mein Fazit. Also dann, seid gespannt. So, wir sehen ja natürlich jetzt erstmal hier schön normales Kampfmodus. Und ich weiß nicht, ob es den Stab schon beim ersten Teil gab. Ich hatte da immer den Revolver ausgerüstet. Den Revolver gibt es natürlich auch wieder als zweites. Ich habe als Klasse den Jäger genommen. Nicht den Titan, nicht den Warlock, sondern den Hunter. Und ich muss ernsthaft sagen, ich fand es wunderschön. Es war alles perfekt flüssig. Man konnte eben halt glatte FPS, man sieht es oben rechts in der Ecke. Ja, hatte ich immer noch einen FPS-Counter mit angemacht. Da hatte ich aber noch V-Sync an. Normalerweise habe ich ein bisschen mehr, aber selbst 60 FPS sieht das Spiel Bombe aus. Die Sniper funktioniert einwandfrei. Manchmal glaube ich, das kommt mir so vor, als ob es immer noch einen leichten, Aim mit drin ist, aber. Naja. So, ich fand die Stelle so witzig eher, es war so ein, du kommst raus, da und ich weiß nicht, also ich musste es mit drin nehmen, es war irgendwo episch, aber irgendwo fand ich es einfach nur klischeehaft und naja, was willst man eben halt noch mehr erwarten, aber trotzdem, wunderschöne Grafik, ich glaube es hat sich nicht viel mehr verbessert zu Destiny 1, aber ich finde es eben halt allgemein richtig schön. Hier seht ihr nochmal eben halt alles noch ein bisschen was vom Vorspann, wo man eben halt auch so eine wunderschöne kleine, an Anführungszeichen, Cutscene gesehen hat, wo einfach nur einer Warlock, Meisterin, ich weiß gerade nicht mehr wie sie heißt, eben halt einfach nur das gemacht hat. Später bin ich natürlich dann auch in die Mehrspielermission gegangen und das ist jetzt eben halt eine davon. Die Mehrspielermission Quick Play, wo es einfach bloß darum geht, naja, Punkte einzunehmen, also länger die Punkte zu halten als das Gegnerteam, Punkt A bis D. Naja, es war eben halt eher so eine Art Minispiel und ich habe mich bescheuerter angestellt, als man gucken konnte. Wie man hier auch schon wieder Bilder sehen kann, ich war mit der Steuerung noch nicht vertraut, ich muss doch alles erstmal für mich umstellen und ich weiß nicht. Und da habe ich gerade meinen Mülleimer umgehauen. Naja, letztendlich haben wir das Match sogar noch gewonnen. Ich habe kein bisschen dazu beigetragen. Ich weiß nicht, wie wir es gewonnen haben. Aber natürlich, wie man sieht, auch wieder bloß ganz knapp. Dann gibt es natürlich noch einen zweiten Spielmodi. Ja, da sieht man gerade nochmal, dass ich letzter gewesen bin. Dann gab es natürlich noch einen zweiten Spielmodi. Es gibt natürlich bloß diese zwei Maps. Der zweite Spielmodus ist eine Art, es heißt Competitive. Keine Ahnung. Ich kann es nicht beschreiben. Es gibt zwei Punkte, die man zu zerstören hat. Es kommt beinahe vor wie CSGO und dann entweder löscht das komplette Gegnerteam aus oder beschütze einfach bloß das Ding innerhalb von dieser Zeit und wir haben haushoch gewonnen. Ich konnte nichts in diesem Spielmodus anfangen. Ich war so grottenschlecht, ich bin allgemein in dem Spiel grottenschlecht. Ich bin in Shootern nicht gut, also von daher. Aber es ist eben halt auch mal eine schöne Mechanik, so dieses,
Man könnte mich jetzt auch wiederbeleben, aber ich war der Letzte da gewesen und deswegen haben wir, glaube ich, verloren gehabt. Oder? Nee. Ja, genau. Und es geht eben halt so rundenbasierend. So, erst müssen wir verteidigen, dann. Erst müssen wir das Ding in die Luft jagen, dann müssen die Gegner es in die Luft jagen, dann müssen wir es verteidigen. Und dann immer so weiter. Und, naja. Es war irgendwo nicht mein Spielmodus. Naja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Froschi und mein schönes Spiel zusammen. Also, viel Spaß. Ich muss manuell aus dem Menü rausgehen, sonst komme ich nicht zum Fliegen. Ah, wie ist okay. Das mein Schiff pink? Keine Ahnung. Sieht aus wie zwei Dildos, die am Ende zusammengeschraubt wurden, Alter. Ne Zombie schreibt auf Twitter, es läuft einfach so unglaublich flüssig auf dem PC. Der Dream, Hashtag Destiny 2, Hashtag PC Beta. Unglaublich flüssig auf dem PC. Ich meine, auf seinem PC, klar. Ich kann mich auch bei meinem nicht beschweren. Und meiner ist jetzt mittlerweile nur mehr so ein durchschnittlicher Gaming-Rechner. Das klingt eigentlich voll lächerlich. Ich habe eine 3 Jahre alte Mittelrange-Grafikkarte, aber das ist der Durchschnittsrechner, Alter. Leute haben alte Hardware. Oh! Aua, Halli! Meine Ohren, hey, Trigot. Wie kann man denn winken? Du hast mit der Pfeiltaste auf der Tastatur. Ah. Darfst du schwul zu verbeugen? Nicht knien. Kannst du winken auch? Oder bist du retarded? Nach oben. Nach oben ist bei mir winken. Man macht einen Knicksaler. Ich glaube, man hat ein pinkes Schiff, weil mein Charakter scheinbar schwul ist. Was willst du? Unser Typ rennt vor. Ich glaube, der hat keinen Schild. Kann das sein? Ja, der hat die Mission bestimmt ein paar Mal schon gemacht. Oh shit, what up? Naja, ab bestimmten Punkten kommt er bloß erst weiter, wenn wir fertig sind. Ey, dass das aber so schön läuft, so schön flüssig. Aber hier auf der Welt habe ich jetzt... Um die 60 FPS, yay. Na, ich habe so um die... Naja, 80. Mal 70, mal 90. 70, 60, 60, 40, ach. Ja, das ist... Da war ein Scheißhaufen dazwischen. Geht man überhaupt hin, Alter? Da lang müssen wir. Weißer Punkt ist da lang. Warte, ich hab ne Granate. Oh fuck, mir wurde einfach. Foto! Jeez! Ellie, kommst du runter? Ich kann uns ein Heilfeld machen. Cool, ich bin voll. Wer weiß, wie lange noch? Sag mal, komm mal her, da. Oh, warte. Yeah! Geil. Wir müssen unseren Mate reviven. Ich hab das Bombengranate ausgerüstet, wo macht... Unser Mate ist gestorben. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Der ist ja schon vorher ran. Der chillt auch doch. Der war direkt hinter uns, Alter. Der war genau da, von dem du aus den Gegner abgeknallt hast. Ja, der rennt jetzt gerade schon wieder da vorne hin, Alter. Komm, renn mal weiter. Erstmal das AFK. Oh, der Fahrzeug! Der hat ein fucking Speedboat oder so. Ja, gibt's doch auch. Ich hab das Speedboat voll angeschossen, das raucht voll. Erstmal angefahren. Muss man überhaupt hin, Alter? Das Ding hier aktivieren. Au. Guck mal, hey, ich kann da das Speedboat nehmen. Was, Speedboat? Ja. Oh shit, what up? Flo denkt, du kannst hier auch sterben, wo? Hast du gerade E gedrückt? Oh fuck. Das Ding explodiert, ja, und es reißt mich weg, Alter. Genau. Oh, what the fuck? Typ ist runtergesprungen, Alter. Smart. Nein! Ah. Oh. Olli! Guck unseren Mate an, Alter. Ah, oh, unser Mate bringt sich um. Okay. Ich will den schwierigen Weg. Alle, unser Mate, schau, wo sein Revive-Punkt. Okay. Der war da unten drunter. Ist er festgehangen. Ja, ist ja noch eine Beta, oder? Ja, ist ja noch eine Beta. Nota. Ich hab den schwierigen Weg, Edge. Ah! Oh, okay. Aber wir haben alle drei Klassen, wo? Er ist ein Titan, du bist ein Warlock, ich bin ein Hieb. Ein Hunter. Das ist da ein Wurmloch!
Ja. Wurmloch! Nee, ist eine Kanone. Hui! A waterfall of Vex Milk. Yes, Vex Milk. Ein Vex Milk Wasserfall. Kämpfen! Lauf! Laufen! Granate? Sind die anderen Deppen? Hör mal hier, Schild! Ist eigentlich unser Mate schon weg? Oh! Du hast doch den Sniper angeschossen. Egal! Ah, ich kann ihn nicht reviven, ich bin in der Luft! Revive! Das wird richtig schön auch Spaß werden, ey, wenn wir das spielen. Warum habe ich jetzt schon wieder die Waffe ausgerüstet? Ah, Sniper! Ah! Achso, weil ich keine Munition mehr dafür habe. Eat shit! Asshole! Hey, da liegt Muni am Boden. Und unser Typ ist schon wieder weiter. Das war aber auch Stress, oder? Ja, ja. Whee, mein Ping ist flash! Wirklich? Mein Schwester schreibt gerade immer vor uns, was müsst ihr erwarten? Dass du eigenes Internet hast? Lad mal deine Waffen nach. Ist alles nachgeladen. Respawning restricted. Oh, we're walking into the light. I think there's a metaphor here and I don't like it. Wieder Einkehrung eingeschränkt. Ich habe keine Sniper Munition mehr. Geronimo! Doppelsprung. Heilung! Leicht daneben gewogen. Danke. Der Hobo-Goblin hat sich geil da. So ein Bullshit. Keine Sniper-Munition mehr. Ich komm schon. Zavala, I think they're trying to contain the Red Legion. They have bigger problems. They need to come. Nice. Wieso kann ich den Goblins keinen Schaden machen? Hä? Na klar, einfach bloß drauf schießen. Ja, ich mach sie keinen Schaden, die nehmen immer viel später Schaden. Was für eine Arschlochhalle. Nice. Ja, fetzt doch. Erstmal wieder da, Raubzug, noch 5 Minuten. Could the Red Legion possibly be drilling for? According to radio chatter, they want to build more guns. Who could have guessed? Oh shit, what up? Ich treff genau nichts. Komisches Gesicht. Du stehst links, ich drehe mich nach rechts, der Typ steht rechts neben mir. Ja cool, machen wir eine Dreierreihe, Alter. Also weg. Okay, also ich komme. Ich auch, Flo. So. Aber wir standen ganz kurz in der Dreierreihe. Okay. Ich hab voll viel Schaden genommen, Alter. Ich mach hier mal ein... Hallo? Oh, V. Ich mach hier mal kurz ein Heilungsschild. Genau, an meinen Granaten. Danke. Immer gerne da.
Ach komm, fick dich, Alter. Ha? Ich glaube im ersten Teil, doch, da gab es auch Fallschaden. Fallschaden. Oh, das sieht so schön aus, das Spiel. Das blendet. Sieht trotzdem schön aus. Und dann noch 60 FPS, Alter. Was willst du mehr? Alter, mit deiner Grafik, Alter, soll es da alles, was heute modern ist, auf deinem Bildschirm mit 60 FPS spielen können. Okay. Gut. Was ist für Dinger? Kann man da die Waffe runterballern oder müssen wir uns aber damit zufrieden geben? Ist weg. Wo ist er überhaupt hin? Da runter? Ja. Die Wildteil. Habe ich nicht noch irgendwelche anderen schönen Waffen? Nee. Submachine Gun, Sidearm. Was ist das letzte? Eine Scout Rifle. Ja, eine Scout Rifle. Danke. Läuft. Friendly suggestion. Drop them first, Cap. Das ist eine echt scheiß Waffe. Danke. Ich nehme mal Revolver wieder. Eliminate the drill sit side security. Eliminate Drill Officer. Gedacht, wir müssen die Drill Officers umnieten. Wenn ich ihn sehe, dann sag ich dir Bescheid. Immun! Das sind Leute mit Schild! Geht pissen, Alter! Wo ist eigentlich unser Friendo? Der ist irgendwo. Da links. Der vor dir. Fuck you! Schild ist immun. Mann, da links ist ein Schild, Missile-Typi. Der nimmt ganz schön viel Damage. Ah! Jetzt wirklich keine Muni mehr auf der Waffe hier. Okay. Oh, hi. Ah, unser Friend hat den umgenietet. Ja, hallo? Oh. Was passiert? Munition alle. Und hier links von dir. Ja, dann komm mal rum. Boss? Oh. Oder falsche Taste? Weg ist er. Wie kannst du nur so herzlos sein? Das arme Geschöpf. Aber Kackmonster! Ja, währenddessen der andere da drüben so. Ja, ich meine, ich könnte ein bisschen Hoppala. Hilfe gebrauchen. Ja, aber der andere Drill Sergeant ist doch hier. Nein, der andere dann so. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Tschüss! Ja, der Bock. Was ist denn das für ein Feigling? Ich stehe draußen als Titan. Ich kann mir zwar ein Schild machen, aber ich stehe draußen. Was? Ja, natürlich. Oh. Was denn das? Na gut. Das war jetzt eigentlich ein Spaß. Oh ja. Hi. Oh Gott. Ich würde jetzt gerne eine Granate werfen, aber ich habe keine mehr. Ja, geht mir genauso. Oh. Ich chill mal noch ein bisschen, ich habe noch. Hey, da ist eine Granate. Ah! Ich glaube, wir sollen da runter. Ja,
Aber vergiss nicht irgendwie was zu machen, sonst kriegst du Fallschaden. Ja, ich hab irgendwie was gemacht. Ich denke, sie wollen ihren Drill back. Ach, denkst du das? Ich glaube, dass er das glaubt, ja. Aus, Sitz, ah, Platz. Eidechsen. Ist gerade irgendwas gestorben. Ich finde immer noch cool, der hat immer noch die geile Messerwerftechnik. Oh, das liebe ich so an dem Hunter. Okay, Muni alle. Kann man mal eine Bappe, vielleicht hilft das ja irgendwie. Okay. Meine Bubble hat mir nicht geholfen, ich bin fast gestorben. Haben wir unseren Mate wieder belebt. Hey, I need some help. Na, du lädst automatisch wieder auf. Hä? Wo soll er hin? Der war gerade immun. Munition. Erstmal Munition aufsammeln, meine normale Waffe ist schon wieder fast leer. Erstmal möchte einen Raubzug starten. Oh shit, what up? Ausrufezeichen, Raubzug 50. Tsuchikoya nimmt teil. 100. Alle, hey, Flo, weiter. Flo. Schieß mal auf meinen Kopf. Ich find's witzig. Ich bin Super Sarge. Oh. Das ist... Flo, lebst du? Ach, da bist du. Hat ein Orb des Lichts erhalten. Das ist schon voll vor ihr sprintet, ey. Hä? Ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Du, Flo? Flo? Ah! Ach, bist du jetzt mal wieder da? Ich rede gerade hier. Ja, jetzt bin ich wieder da. Was ist los? Wo warst du denn gerade? Im Zimmer. Nee, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber jetzt sehe ich's. Da unten, ne. Die Richtung. Ah, fuck, zu weit! Ah, cool. Meine Schwester ist toller, da macht eine Raucherpause in der Mitte von der Game of Thrones Folge. Fuck mich aus, ich so, ich kann dir nichts erzählen! Darf die nicht spoilern! Na, guck mal, ein Feind. Ah, fuck, ich muss auch vorbei schießen. Ah, guck mal, keine kinetische Ammo mehr. Dann nimm mal die Dinger hier, was auch immer das bedeutet. Das ist die grüne. Brenne. Au, oh, ja, das ist die grüne. Was haben wir denn vor? Wollen wir jetzt aufsteigen oder was? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Da unten sind Gegner. Ja, der bremsen eh und so. Ich spring runter und was. Da kommt noch so eins. So ein Bohrer hat mich erwischt. Ja, was springst du da genau in so ein fucking Bohrer rein? Ich bin einfach bloß gesprungen, auf einmal kam der Bohrer mir in die Fresse gesprungen. Ich schau, es gibt genau zwei Bohrerhöhlen, ja? Dann ist es so schwierig. Oh, fucking hell. Der Gegner hat mich fast reingeprügelt in so ein Ding.
Oh shit, what up? Zentimeter Leben? Ich bin gerade ein bisschen am Struggle hier. Wo bist du? Ach, genau unter mir. Schön erledigt. Muss ich überhaupt hin, Alter? Ja, unser Kollege rennt ja schon vor wie sonst sowas. Ich glaube, wir müssen einmal außen rum, glaube ich. Geht's irgendwo runter? We almost died 9 times. Danger is a natural habitat for ghosts and their guardians. Ach, guck mal, wir sind wieder alle gemeinsam. I can tell you about the time Lord Shex and I hunted an armed Kara. Actually, investigate the dig site. Was macht er da? Halli, was macht er da? Er schreibt. Ne, er war im Menü. Ah. Wenn du I drückst, kommst du doch in der Charaktermenü, kannst du Waffen und so weiter austauschen. Oh, guck an! Ein fucking Tempelwand! Da sind ein paar Harpien, die gehen voll leicht down. Lol, ich wurde runter teleportiert. Hat erstmal ein weiches Sportsbild. Ich hab ihn mit einer Nate getroffen. Ist das teleportet worden? Ja. Und das Ding ist ein bisschen. Was da Modula meint? Ist das ein Power Ranger? Keine Ahnung, also. Ich hab keine Muni mehr. Also ich hab noch 6 Schuss. Da oben liegt genug Muni, wenn du welche brauchst. Was ist denn da oben? Bei ihm vor der Füße. Und wo bei ihm? Da oben! Da! Wo ich hingucke! Da oben! Jetzt hab ich überhaupt keine Muni. Hier oben bei mir nicht welche. Kommt man denn da rüber? Spring. Ah, oh, ich hab Muni bekommen. Kannst du in der nächsten Zeit mehr Muni aufsammeln, dass ich auch welche krieg? Ja, kann ich gerne machen. Ich glaub, den Typ muss man von hinten anschießen. Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint so. Au! Ah! Holy! Wir sind beide down. I know. Tschüss! Ah! Sorry! Ich mach mir ein Schild. Also, das ist kein Schild, das ist eine Heilung. Ich brenne. Warum brenne ich? Ich fliege! Flo? Ich bin tot! Wisst ihr, was wir jetzt spielen mit dem? Ich bin tot. Der Boden ist Lava. Alter. Der Boden ist Lava? Ja. Schön. Unser Mate so, ich bleib hier hinter dem Schild, bis meine Mates wieder am Leben sind. Der spielt sich gar nicht damit, der wartet einfach nur. Erstmal ist er kurz AFK. 2, 1. Ah, Revive. Ich hab eben ein bisschen was abgenommen, bevor ich wieder gestorben bin. Oh. Oh Gott. Ah. Ah. Oh Gott. Nein, nein, nein. Leertaste drücken, kurz verbunden. Ah. Ah. Oh gut, ich hatte noch einen Sprung frei. Oh Gott. Das ist immer ein Sprung frei. Nee, ich habe einen Doppelsprung, aber ich bin schon einmal gesprungen in der Luft, deswegen. Nur einen Doppelsprung? Ich hab Dingens, was alle so oft machen kann. Wieso ist der immun? Hat der eine Autoimmunschwäche? Der hat eine Animation. Der nimmt aber immer noch keinen Schaden. Frissmesser! Oh cool, hat wirklich 300 gebraucht. Hör den das? Ja, das gibt aber wieder richtig schön Borderlands-Feeling, ne?
Mich erinnert das eher an, ich weiß nicht. Piep sieht aus wie so eine Power-Rüstung von Metroid. Von mir aus gerne das. Gibt es irgendeinen speziellen Punkt, den ich treffen muss, oder? Der Kopf. Da kriegst du gelbe Zahlen, dann machst du mehr Schaden. Ja, ich nicht mal ein paar von den Goblins um, die hier rumrennen. Ich glaube, ja, die bringen uns sonst nämlich um. Ich hab mir auch grad gedacht. Ich glaube, den spawnt übelst oft wieder, ey. Das kann ich sagen. Ich bin gleich down. Ach, darum. Ich bin down. Irgendwie vier Nahkampftüten haben auf mich eingeprügelt. Ah, ich drücke mal Z statt V. Wirklich. Der Typ macht einen fucking Stampfer, Alter. Hi, Flo. Ja, das ist schön für dich, ja. Kannst du Revival schaffen? 8 Sekunden. Der Typ so, ah fuck, ich muss überleben, shit. Der ist gestorben. Ah, RIP. Ah, ich hoffe, den Typ nochmal machen. 87 Kills, 40 Assists. Letzter Checkpoint, hast du das hier oben anfangen? Ja. Toll. Wieder mit null fucking Ammo auf meiner 1er Pistole, ne, 3er Pistole. Typ macht was? Schreiben? Rausgehen? Nee, der nimmt gerade eine andere Waffe. Schön un. Keine Ahnung, was da für Wochen sind. Oh, da, Granatenlanschatter Rifle, I see. Okay. Naja, ich hab gebunden. Ich bin gestorben und wirklich. Erstmal Rage. Wo bleibt er denn, der Spacko? Oh, stimmt, ich müsste mal von der Plattform runter. How dare you? Nicht vergessen, der Boden ist weg, bald. Ja. Yeah. Nach der ersten Phase. Ah, hinter mir! Alter, ich war auch schluck, weil ich gerade gelacht hab. Oh, fuck. Unser Mate struggled mit den Harpien, Alter. Hallo? Der zielt, glaube ich, gerade auf... Ah, nee, zielt auf mich. Okay. Wirklich, eine fucking Harpie. You can fuck right off, ich will mich hier wiederbeleben, also wieder heilen. Quantum Harpie? Genau, Ziel wieder auf mich, Alter. Arschloch. Ja, bitte. Gott. Ah, ja. Ja, du hast ja so ein Schwebeding. Oh, ja, ich kann nicht nochmal. Ich kann nur schweben. Immun! Erstmal einen ganzen Strich wieder weg. Ah, fucking hell! Mich hat er gerade aus der ganzen fucking Map gekickt. Ich find's schön, dass er mal Leben kriegt. Merke, zwischen seinen Füßen durchlaufen ist nicht. Und bin rausgefallen. Ich würde dir gerne helfen. Ein fucking Mann ist direkt neben dem Typen, Alter. Shit, dude.
Lass es alle blabbern, mach weg, das zahlt sich nicht aus. Ja, das... Was macht unser Mate? Verstecken. Bis ich wieder da bin. Ah, ich merke gleich abgeschossen, erst bei Hälfte Leben verloren. Ah! Erstmal verstecken. Erstmal Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Der Typ steht in dem drin oder ist auf der anderen Seite? Oh! Oh! Fallschaden! Ich hab grad Knochen brechen hören, Alter. Aber auch mal was Schönes. Okay. Oh, Boden geht. Ich glaube, ich habe seine Phase beendet. Nice. Mein Supercharge gut benutzt. Wo geht's hin? Stockwerk tiefer. Da oben steht noch sein Schild. Ich lande auf so einem Dingens. Oh shit, what up? Rennt der jetzt außen rum? Ah ja. Ja. Ich mache fast jedes Mal 900 Schaden, ey. 900? Na, ja, mit dem Sniper-Schuss. Oh, ich habe keine Ammo für mein Energiedingen. Ja. Ja. Meine Goblins, fuck off. Drei, noch zwei, noch ein. So, out of money. Geh weg, Goblin. Die Musik ist geil. Der Situation angebracht. Ja. Hallo Leute. Lass mich mal ein Heilungsdom aufsetzen. Kein Ding. Alle hängen hier ab, Alter. Was ist los? Naja. Haben wir die ganzen kleinen Typen da rumliegen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Treffe ich die Harpie nicht oder? Das ist meine effektive Range. Ein halber Meter? Ich hab ne Nate. Wir haben. Oh bald. Shit, what up? Keine Ahnung, was gerade mit ihm ist. Ich meine nicht, aber es ist relativ low schon wieder. Oh cool, wenn ich C drück, dann zielt er automatisch auf den nächsten Spacken, um ihn zu flashen. Geh weg! Das bin in der Mitte, was macht denn jetzt in der Mitte? Stampfer! Er ist gerade genau auf mich zugekommen und wollte mich zerquetschen. Hat er sich zerquetscht? Ja. Dann wollte das nicht, nur dann hat er. Ich hab dich geheilt, aber ich muss wegrennen, Alter. Okay. Yay! Yeah. Oh. Wo bin ich eigentlich gelandet? Oh, fucking hell. Direkt vor den Typen, Alter. Ah, er ist hinter der Wand. Olli beschützt mich. Wiederbelebt mich. Oh, fuck, zu spät. Olli, bleib am Leben, I guess. Brauch noch 10 Sekunden. I twiled. 7, 6. Oder 4 Sekunden. E-Spam! E-Spam! Komm wieder! Ah, schießt auf mich, Olli, beleb ihn wieder den anderen! Schnell! Mein Schild ist verdammt. Ich sterbe. Yes, er lebt. Ah, ich bin tot. Bitte was? Ey, Alter, überlebt. Geh irgendwo in Deckung. Der Gegner ist gestorben. Was? Welcher? Der Fette, der ist direkt neben mir draufgegangen gerade. Kann er mich wiederbeleben? Ich hab grad Schuhe bekommen. Ich hab einen Helm. Und Nightshade. Was immer das bedeuten soll. Nightshade. Neuer Schuh. Wow, eine Shotgun. Das Dingens. Ich hab eine Shotgun gekriegt.
Pulswaffe. Golden Age Computer Core, and that's all she came up with? Auch haben wir. Oder war's da schon? Was ist eigentlich für eine komische Nate? Verfolgung. Ah. Mann, er macht nur einen fetten Feuerball. Ja. Und jetzt muss nochmal weg. Shit, hat eine gute Stunde gedauert. Halbe. Ja, wir mussten ja nochmal. Es ist jetzt schon wieder 10. Jeez Louise. Alter. Gut. Es war doch was Produktives. Ich drücke jetzt O für Return to Orbit. Typ hat 32 Melee-Kills gehabt. Ich habe 2. Ich weiß nicht mal, wie man Melee macht. Aber. Ich glaube mit V bei dir oder sowas. Guck mal, jetzt bist du grün da oben. Bei mir. Wir sind alle grün. Ja, ich weiß. Lass mal beim Feuerteam rausgehen, fick mich. Ja, spielt sich ganz gut. So, jetzt nochmal das Fazit, das letzte Schlusswort von mir für das Spiel. Die Beta hat mir gefallen, aber, also, sagen wir es mal so gut und gerne, ich würde der Beta 7 Punkte geben von 10, weil, ich meine, das Spiel sieht super aus, es läuft flüssig, die haben sich hingelegt, gut, die Controls muss man ein bisschen anders einstellen, weil, naja, jeder hat da irgendwie seine eigenen persönlichen Controls. Aber das, was mich am meisten gestört hat, war, dass es bloß 3 Sachen zum Spielen gab. Wenn man jetzt noch die Anfangsmission mit dazu zählt, dann sind es 4. Aber an sich sind es eigentlich bloß 3 Sachen. Das Quickplay, was PvP ist, das Competitive, was PvP ist und dann eben halt dieses, diese eine Mission, wo du dann eben halt bis zu 3 Spielern zusammen spielen kannst. Ist zwar alles schön und nett und die Mission hat doch wirklich Spaß gemacht mit Froschi, aber es kam mir so ein bisschen wenig vor. Für eine Beta ist es irgendwo verdammt wenig. Es kam mir eher vor wie eine Demo. Weil es hat alles funktioniert, es gibt vielleicht noch 2-3 Bugs irgendwo und naja. Sonst hat es mir eben halt auch gefallen. Ich werde es auf jeden Fall streamen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit reinschauen. Naja, ich weiß, Eigenwerbung. Nein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.